Okay, Iri, der San School Meranto. Ja. Die Survivor starten einerseits mit den Traps aktiviert. Das heißt, wir haben einen guten Headstart und schon mal einen kleinen Speedboost. Was natürlich sehr, sehr nice ist, vor allem weil mir anscheinend wer entgegenläuft gerade. So, okay. Wir sind nicht allzu langsam gerade, also alles gut. Wenn du die Pallet direkt droppen willst, habe ich nichts dagegen. Und andererseits haben wir ein Add-on. Ja, drop die Pallet, wenn du willst. Nehme ich auf jeden Fall. Das ist eine starke Pallet. Das andere Add-on ist scheiße. Das erste ist ganz gut. Ist zwar nur 40% Batterie, aber ist halt ein Mini-Lethal. Aber kann man auf jeden Fall gut annehmen. Warte mal. Ja, okay. Dachte ich mir schon. Das andere Add-on ist scheiße, leider. Punkt aus. Ende. Es ist nämlich so, dass ja dein Terror, also eine Drohne hat sozusagen einen Terrorradius. Aber es ist nicht so, dass das dann einen Terrorradius von dir wegnimmt. Also, dass du dann keinen Terrorradius hast und dann eben die Drohne statt dir den Terrorradius hat. Nee, 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 nee. Es gibt dann, soweit ich es verstanden habe, zwei Terrorradien. Und ja, das bringt halt, weiß ich nicht was. Ich weiß, also wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was das bringen soll. Du droppst eh die Palette. Ja. Ey, sie droppen halt alle die Palettes, Junge, Junge, Junge. Es ist so weird irgendwie. Kein Speedboost. Warte mal. Exposed du dich gerade? Naja, schade. Das wäre auch zu geil gewesen, einfach für die Chest exposed. Okay. Oh, wir bekommen gut Pressure rein gerade. Kann man nichts gegen sagen. Und gut Pellets raus, wenn du die jetzt auch droppst. Hä? Für was die T-Bags, Bro? let's go. Nice one. Wir haben vier Chance getrappt gerade. Okay, und da drüben. Warte mal. Okay. Ja, wir bekommen halt, ey, save the best for last, deshalb auch so gut auf School Meranto. Man bekommt so gut Value raus, man bekommt wirklich so, so gut Value raus, also save the best for last auf hier. Weil du wirst halt so viel Hit and Run betreiben, das ist ein Wahnsinn. Lässt du gerade deinen Mate sterben? Seid ihr hier gerade wirklich zu dritt? Na, schade, ich dachte, das hätte vielleicht was werden können. Ja, dann bekommst du halt auch noch einen Hit, so. Juckt nicht. Dann aktiviere ich da drüben mal. Okay. So. Danke. War ein bisschen weird, aber okay. Ich habe auf jeden Fall nichts gegen. Wir haben zwei Hooks sozusagen for free bekommen und sie haben noch keinen Generator gemacht, weil Skull Meranto einfach eine Psychose ist. Willst du wirklich durchlaufen, mir noch einen Free Hook geben? Willst du nicht einfach lieber auf Klödia vertrauen? Ja, doch, ist besser, oder? Sind wir uns einig, dass das besser ist, oder? Das freut mich. Ich gebe ihnen die Möglichkeit sogar zu retten. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Ich will jetzt nicht komplett assi spielen. Warte mal, vielleicht? Oh, das war sogar Klödia. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Kann man machen. Okay, dann mache ich so. Dann aktiviere ich da drüben. Achso, die ist schon aktiviert. Upsi. Warte mal. Dann habe ich hier jemanden mit einer Batterie. Könntest du bitte nicht in mich reinlaufen? Hatte ich gerade wirklich mein Add-on verwirrt? Das hätte ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Aber okay. Nehme ich an. Die Drohne verschwindet trotzdem. Ja. Schade, aber ist halt so. Hier drüben aktivieren. Ey, das Ding ist, Skull Merchant ist halt wirklich so easy einfach und so stark dafür, dass sie so easy ist. Also ich muss echt sagen, Skull Merchant ist, glaube ich, wirklich der Killer, der am leichtesten zu winstreaken ist. Also ich glaube, du kannst wirklich am leichtesten mit am wenigsten Erfahrung eine Winstreak mit einem Killer bei Skull Merchant bekommen. Man braucht halt nicht viel Wissen. Natürlich Chase-Ability-wise. Da ist schon Erfahrung gut, aber all over ist sie ziemlich easy. Warte mal, halt ihr euch hier unten? Oh.
Sorry, Lukas. Hast du nicht vorher geteabagged noch? So. Weiß nicht. Ah ja, das ist also nicht toxic, wenn ihr Leute einfach so am Hook hittet. Das ist meistens nur dafür gemacht. Und wenn ihr das erfahrt, das ist halt meistens vom Killer nur so, dass ihr die Fresse haltet und nicht 3 Minuten durchschreit. Weil das ist momentan ja noch in meinem Game. Oh. Nia, willst du nicht vielleicht einen Hit für sie nehmen? Okay. Nehmen wir das. Was? Weißt du was? Du darfst den Pallet safe bekommen. Chill ist wenigstens raus jetzt. Du hast gut Hits genommen. Oh, sie ist nicht raus. Das ist noch ein Grund, weshalb ihr mit School nach... Versteht ihr? Deshalb hitte ich am Hook. Deshalb hitte ich am Hook. Gerade wieder vergessen. Muss ich echt öfter machen. Es fuckt so ab manchmal. Aber ja, das ist auch so ein Grund, weshalb ihr gute Winstreaks mit School Mechanto bekommen werdet, weil wirklich, jede dritte Runde wird jemand aufgeben. Mindestens. Wirklich mindestens jede dritte Runde. Ich find's ein bisschen schade, aber ist okay. Also, Nia nehme ich's jetzt gar nicht übel oder so. Es hat angefangen mit Klödia, die halt geteabaggt hat. Es sind irgendwie immer die, die teabaggen wollen. Aber ja, oh. Ich habe lange Finger, guck mal. Und ich weiß nicht, ob du einen Unhook durchbekommst. Okay, doch, Nia kämpft noch. Ich dachte, sie hätte auch schon aufgegeben. Nee. Okay, Nia. Ich liebe dich. Für Nia. Ich hab gesagt, für Nia! Oh, fuck, was? Oh mein Gott, ich wurde outplayed. Oh mein Gott, ja, oh mein... Boah, das Mindgame, boah. Boah, imagine, das hätte funktioniert. Einfach ein bisschen dumm rumgedreht. Oh, boah. Achso, sie ist schon weitergelaufen. Ja, also es ist so ein Average School Merchant Game. Wirklich. Also, ich spiele School Merchant wirklich nicht gerade außer meiner Aufnahmezeit, weil ich nicht so viel Spaß mit ihr habe, aber wenn ich sie halt spiele mal für eine Daily oder so, oder jetzt eben für die Rift Challenges auch momentan, dann ist es halt, ja, meistens genau so. Okay, ich wollte dir die Hedge eigentlich geben, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gerade drauf, so lang zu warten. Sorry, Matt. Also dein Mate lässt sich jetzt sterben, dann können wir vielleicht noch verhandeln. Okay, sieht nicht so aus. Oh, was? Okay, okay, sieht vielleicht doch so aus. Hä? Okay, schade, sorry. Ich wollte ja eigentlich wirklich die Hedge geben, wenn sie aufgibt, aber das mit dem Aufgeben hat gerade auch echt lange gedauert. Ganz, ganz weird. Oh, was? Die Hedge ist neben mir gespawnt, ich weiß nicht genau wo. Das Outfit ist hässlich, I know. Aber besser als das Base-Outfit, finde ich wenigstens. Ja, GG, tut mir leid, was soll ich sagen? Was, wirklich, was soll ich sagen, Mann? Was soll ich fucking sagen? Also, es ist traurig. Also, Leute wie Klödia sind wirklich einfach traurig, finde ich. Selbst wenn es halt ein Killer ist, den du gar nicht magst und gegen den du es wirklich verabscheust zu spielen, spiel wenigstens für deine Mates durch. Spiel wenigstens für die Mates durch. Aber egal, ich will mich hier nicht zu hart aufregen. Wir haben gewonnen, die Addons, ja. Das eine, wie gesagt, das Mini-Lethal am Anfang ist auf jeden Fall richtig cool, finde ich. Das andere muss nicht sein. Und ja, das war dann jetzt auch das letzte Video zu der neuen BT-Series. Deshalb gehen wir wahrscheinlich baldig in die nächste rein. Und deshalb wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Leute. Freut euch drauf und ciao.